We head for the sky, it's alright. Our wings wouldn't fly, it's alright. If we are crashing down again, pieces of love, it's alright. Scattered in my. Wir bringen gerade die Holzleisten außen an, um ja, im Prinzip unsere Base zu bauen für unsere Möbel. Heute zeigen wir euch, wie wir unseren Rahmen bauen mit den Holzleisten. Die sind 17 mm dick. Wir haben hier erstmal immer ein Loch reingebohrt, da das Holz relativ dünn ist. Wenn wir direkt durchbohren würden mit der Schraube, dann würde das Holz wahrscheinlich brechen. Und dann haben wir noch hier vorne ein etwas größeres Loch gebohrt, dass wenn wir die Schraube reinstecken, dass ihr hier eine Ebene habt, dass wenn wir am Ende die ganzen Holzleisten draufschrauben, dass wir da wirklich keine Lücken haben. Und wir haben das Ganze einmal hier und hier dann in das Metall geschraubt. Das geht mit den Schrauben ganz einfach, da diese Schrauben hier vorne schon ja wie so einen kleinen Bohrer haben und sich dann automatisch festziehen. Da das Auto nicht komplett gerade ist, sondern hier so eine Wölbung hat, haben wir hier hinten auch nochmal kleine Holzstückchen befestigt, damit das wirklich nicht zu stark sich biegen kann und nicht reißen kann. Worauf wir natürlich auch geachtet haben, ist, dass das Ganze am Ende gerade ist. Wir werden später hier noch Holzleisten als Wandverkleidung anbringen und da haben wir natürlich gemessen, dass das Ganze wirklich eine gerade Fläche ist. Das heißt, ihr seht, manchmal haben wir hier zwei Holzstücke hintereinander und hier beispielsweise nur eins, damit wir wirklich eine gerade Oberfläche schaffen können. Und das ist die komplette Unterkonstruktion für unsere Schränke, Wand, allem drum und dran. Und das ist echt richtig fest. Diese Unterkonstruktion bauen wir natürlich an beide Seiten. Für die Seite hier unten verwenden wir übrigens einfach genau das Holz, was schon drin war. Das ist wirklich stabil und es hat einfach schon die genaue Passform. Nur dadurch, dass der Boden ein bisschen höher gekommen ist, müssen wir hier nochmal 2 cm absägen. Und dann passt es perfekt hier in unsere Seite. Selbst wenn man am Ende diese Verkleidung nicht mehr sehen wird, haben wir uns dazu entschieden, diese zu streichen, um das Holz einfach zu schützen und weil es einfach besser aussieht, wenn man die Schränke öffnet. Ganz viele gefragt hatten, hier diese Airline-Schienen, die waren ja hier einmal komplett an der Seite befestigt, die haben wir mit Gewalt rausgeholt. Die waren richtig gut festgeklebt und Jamie hat da alles gegeben. Jetzt sind sie raus. Hier nochmal ein kleines Throwback-Video dazu, wie wir die Airline-Schienen gelöst haben. Und zwar erst mit dem Cuttermesser hinten den Kleber ein bisschen gelöst und dann mit der Brechstange das Ganze ja, im Prinzip rausgeholt. Aber seid da bitte vorsichtig. Nachdem wir die untere Wandverkleidung angebracht haben, haben wir kleine Radkästen gebaut, die wir dann einmal um die Räder von innen gebaut haben. Unsere Moskitotüre haben wir euch ja schon beim letzten Mal gezeigt, die ist jetzt fertig eingebaut. Aufgrund von der mussten wir ja hier unten ein bisschen was verändern. Wir haben hier unten zum Beispiel noch eine Staubleiste mit eingebaut und jetzt haben wir das Ganze etwas verschönert.
Hier wird am Ende unsere Küche drauf stehen. Und hier haben wir das Ganze einmal abgedeckt. Haben wir das Ganze mit einem schwarzen Brett verkleidet, damit man hier nicht dieses weiße Metall sieht. Das sah nicht so freundlich aus und nicht so, ja, gemütlich. Und hier oben haben wir das Ganze mit Fußleisten nochmal abgerundet, um hier die Seiten zu schützen. Und ja, damit das Ganze ein bisschen besser aussieht. Und hier unten ist sogar noch etwas Platz für eine kleine LED-Leiste. Für unsere Deckenverkleidung nutzen wir hier diese Winkel. Fragt mich nicht nach dem Namen, aber ihr könnt ein Screenshot machen und das einfach im Baumarkt zeigen. Und die haben wir einmal geschnitten an einer Seite, dass die etwas kürzer sind. Und die andere Seite, die wird hier ein bisschen gerade gemacht von Jamie, sodass es am Ende so aussieht. Und warum wir es genau machen, zeigen wir euch gleich. Das sind die Leisten für unsere Verkleidung und die streichen wir einmal komplett weiß. Wir haben jetzt mit unserer Deckenverkleidung begonnen. Die geht dann bis hier hinten in den Schrank rein. Und wir starten immer, dass wir hier ein kleines Loch reinbohren, um das Holz ein bisschen zu schützen. Danach machen wir das hier außen nochmal ein bisschen größer, damit der Nagel, wie ihr hier seht, komplett reingehen kann. Und das Ganze hier werden wir später noch mit Holz, Leim und allem komplett zumachen und streichen, sodass ihr das am Ende gar nicht mehr sehen werdet. Hier haben wir unsere Spots, die haben jetzt erstmal nur so festgeklebt, damit wir darunter noch dran kommen. Und die Kabel, die gehen dann einmal hier unter der Verkleidung an der Seite runter. Wie ihr bereits in den vorherigen Videos gesehen habt, haben wir mit unserer Deckenverkleidung angefangen. Ich finde, es sieht schon richtig gut aus. Wir bauen hier Smart Home ein, dass wir die ganzen Lampen und alles ganz einfach mit dem Handy steuern können. Dafür haben wir hier vorne einfach ein Loch reingesägt. Das sind 63 mm und dann können wir das hier oben später noch fixen. Das wird aber alles noch gemacht. Wir nutzen dieses Holz. Das ist ein ganz einfaches Klicksystem. Es ist also echt super easy zu bedienen. Ihr könnt es einfach hier so reinklicken und natürlich wird das aber dann auch nochmal verschraubt. Und zwar hier oben in unseren Holzleisten. Wir haben uns dazu entschieden, die Holzleisten neben dieser Metallleiste anzubringen, weil hätten wir das Ganze auf der Metallleiste gemacht, hätten wir ganze, 2 bis 3 cm verloren. Und da Jamie relativ groß ist, haben wir uns dazu entschieden, das daneben zu machen. Und so haben wir etwas Platz gewonnen. Und jetzt geht's weiter. Wir haben uns dazu entschieden, mit der Deckenverkleidung zu beginnen, weil uns war es wichtig, dass die Spots einmal komplett mittig sind. Und somit haben wir auch direkt mit der mittleren Holzleiste begonnen und haben uns dann so an den Seiten weiter runtergearbeitet. Aber das seht ihr dann im nächsten Video. For the sky, it's all right.